Dieses Schiff ist euer Körper. Diese Trommel ist euer Herzschlag. Und euer Gott ist das glorreiche Rom. Festhalten für den Aufprall! Wie lange warst du ein Sklave? 5 Jahre. Wie ist dein Name? Ben-Hur. Meine Familie war eine der angesehensten in Jerusalem, bis wir betrogen wurden. Von meinem eigenen Bruder. Messala! Du weißt, wir haben nichts Falsches getan. Rom verlangt nach Blut. Ans Kreuz mit ihnen. Nein! Du lebst in der Welt Roms. Unter Roms Gesetzen und Roms Herrschaft. Messala wird nicht ungestraft davonkommen. Es gibt einen Weg. In der Arena gibt es keine Gesetze. Dein Bruder ist der ganze Stolz Roms. Wenn du ihn besiegst, besiegst du ein Imperium. Du hättest wegbleiben sollen. Du hättest mich töten sollen. Vergiss nicht. Als Erster ins Ziel. Als Letzter in den Tod. Nun, wie gefällt dir das, Bruder? Steh auf und kämpfe! Steh auf, los! Das war der Trailer zu Ben-Hur, den uns Paramount Pictures voraussichtlich ab dem 1. September 2016 in die deutschen Kinos bringt. Und ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite mag ich Monumentalfilme wie Gladiator. Und hier bei diesem Trailer mag ich die Szene am Anfang auf dem Sklavenschiff, die Kameraoptik dann, später beim Wagenrennen in der Arena, die Sounds im Hintergrund und diese rhythmischen Schreie, dann die Stimme von Morgan Freeman, die ein bisschen Tiefe mit reingibt. Der CGI-Look ist ein bisschen grenzwertig, aber noch rough genug, dass ich sage, okay, würde ich mir im Kino ansehen, weil ein solcher Monumentalfilm natürlich für die große Leinwand konzipiert ist. Auf der anderen Seite heißt der Film Ben-Hur. Und Ben-Hur vor allem in der 1959er-Version mit Charlton Heston hat damals 11 Oscars gewonnen, bei 12 Oscar-Nominierungen. 11 Oscars konnten sonst bloß noch Titanic oder Herr der Ringe 3 gewinnen. Es gab zwar noch Verfilmungen 1907 und 1925, später eine Zeichentrick-Variante und auch eine Miniserie, aber natürlich mit einem so großen Namen daherzukommen in einer Zeit, in der Hollywood viel vorgeworfen wird, viele Remakes zu machen, ist nicht unbedingt der leichteste Startschuss. Und deswegen bin ich auch so ein bisschen gespalten. Ansonsten ist es natürlich die Grundgeschichte von Judah und Messala, beste Freunde, Schrägstrich Brüder. Der eine ist Jude, der andere steht für das römische Imperium. Es kommt zu einer großen Intrige und das Verlangen nach Rache, das mündet in einem Wagenrennen in einer großen Arena, ist es eben diese große Geschichte. Und in der 1959er-Version ging der Film geschlagene 3,5 Stunden. Wie lang der hier gehen wird, weiß man noch nicht. Und ich bin, wie gesagt, gespalten. Auf der einen Seite, ja, Monumentalfilm gucke ich mir gerne an auf der großen Leinwand. Auf der anderen Seite muss man zu diesem Klassiker wirklich ein Remake machen, der Filmgeschichte geschrieben hat. Das versehe ich so ein bisschen mit 3 Fragezeichen. Was sagt ihr denn zum Trailer? Und könnt ihr verstehen, was ich sage? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und ich hoffe, ihr seid morgen wieder mit dabei. Natürlich um 3.